Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier beim Faunus. Das ist eine Videoantwort für den MS Bricktop 80, den Mario. Der Mario hat vor einiger Zeit aufgerufen, eine Videoantwort zu drehen für sein 500 Plus Abonnenten Giveaway. Zuerst einmal ganz herzliche Gratulation dir, Mario, zu deinem Kanal. Ich schaue immer wieder gern rein. Du machst interessante Videos. Deine Vorstellungen von den Messern interessieren mich sehr. Auch immer wieder mal klassische oder klasse Bushcraft Rock Musik. Das kommt wirklich gut rüber. Mach weiter so. Mittlerweile sind es ja schon 500 plus Abonnenten. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deinen Kanal. Wie gesagt, deine Aufforderung war, etwas zu zeigen über das Schärfen. Wie schärfen wir unsere Messer? Und auch noch einen kleinen Schärfetest dann dazu aufzunehmen und zu zeigen. Und das werde ich jetzt hiermit erledigen. Als erstes habe ich hier einen Wasserstein, den ich immer wieder mal benutze. Er weist die Körnung 800-200 auf. Und dazu die entsprechende Anti-Rutsch-Unterlage. Der nächste Wasserstein ist etwas feiner von der Körnung her. Die rote Seite ist eine 1000er Körnung oder weist eine 1000er Körnung auf, während die braune mit einer 3000er Körnung schon recht fein ist und schon für das Schlussfinish teilweise geeignet ist. Nach den vorher gezeigten Wassersteinen benutze ich ab und zu noch, bevor es aufs Leder geht, einen belgischen Brocken. Ich habe hier einen blauen belgischen Brocken, hier in dieser schönen Schatulle mir mal zugelegt. Und dabei war auch noch so ein kleineres Stück, das man mitnehmen kann. Dazu hat es ein schönes Säckchen und ich kann das mitnehmen oder kann auch Gegenstände zum Schleifen, die ich oder Schärfen, die ich nicht über den Stein direkt ziehen will, kann ich mit dem kleineren Stein hier, mit dem kleineren belgischen Brocken, kann ich so entsprechend bearbeiten. Der belgische Brocken, der blaue hier, der sollte etwa eine Körnung von 5.000 bis 6.000 haben, sofern ich das noch richtig im Kopf habe. Sehr schönes Teil, sehr schön verpackt und wirklich für so Schlussfinish optimal. Nach den Steinen zum Beispiel, nach den Wassersteinen, wenn man so die absolute Top-Schärfe möchte, dann verwende ich gerne noch Abziehleder. Ich habe mir hier mal ein Set gekauft mit der Polierpaste. Diese ist bereits hier auf diesem Lederstreifen aufgebracht. Ich habe mir das Ganze dann noch auf ein Stück Holz geklebt, damit man das gut festhalten kann. Und hier habe ich noch einen Lederstreifen ohne Paste, einfach quasi das blanke Leder. Das ist auch manchmal dann noch für die Schlussphase sehr geeignet. Auch hier wieder habe ich das auf ein Brettchen aufgeklebt mit Griff, damit ich das gut festhalten kann. Und hinten hat es noch eine Öse, ein Loch zum Aufhängen zum Beispiel. Dann gibt es noch ein paar spezielle Sachen. Ich habe mir mal dieses 3er Diamantplatten-Set gekauft, so auch für draußen zum Mitnehmen. Ich brauche das auch ab und zu Hause. Da nehme ich aber eher dann das für gröbere Sachen, also nicht für die schönsten Messer zum Schärfen. Die haben hier unterschiedliche Farbkodierungen und ich habe mir das dann hinten noch hingeschrieben, damit ich das besser weiß. Das K150 fürs Schärfen, dann das 300er für Verfeinern und zu guter Letzt noch das Diamant K400 zum Polieren. Das, wie gesagt, kann man auch mitnehmen oder eben ich brauche das manchmal auch für gröbere Geräte aus dem Garten. Für Äxte, für Beile ist das eine gute Sache. Für unterwegs noch etwas ganz Kleines zum Schärfen. Das ist ein kleiner Victor Inox Taschenmesserschärfer.
Den habe ich meistens dabei bei meinem EDC-Pack. Und bei dem kann man hier durch das Durchziehen der Klinge unterwegs rasch ein Messer mal mindestens grob nachschärfen. Dann habe ich mal von irgendjemandem auf YouTube ein Video gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Der hat gezeigt, wie man mit so einer Nagelfeile unterwegs Messer schärfen kann. Es hat hier auch verschiedene Körnigkeiten, von grob bis zu fein. Und das erinnere ich mich noch aus dem Video, das müsste recht gut funktionieren. Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Ich habe das Ding mal gekauft, möchte das dann eigentlich mal testen, ob man mit dem unterwegs auch ein Messer so mal auf die Schnelle scharf kriegt. Das kriegt man für ein paar wenige Franken oder Euro oder sogar Cent, je nachdem kriegt man so eine Mehrfachnagelfeile. Wichtig ist, dass man schaut, dass verschiedene Körnungen dabei sind, dann hat man einen großen Bereich abgedeckt. Ganz neu habe ich mir noch dieses Teil zugelegt, das habe ich bis jetzt kaum gebraucht, das muss ich dann noch etwas testen. Ich habe schon mal die ersten Züge gemacht, das ist der vermutlich den meisten bestens bekannte Spyderco Triangle Sharp Maker, der ja mit diesen Keramiksteinen funktioniert, die man hier entsprechend des gewünschten Winkels einsteckt und dann entsprechend die Messer schärfen kann. Wie gesagt, ich habe es mal so auf die Schnelle rasch probiert, aber ich muss das mal wirklich noch genau testen, wie das funktioniert. Hat ja eigentlich durchwegs meistens gute Rezensionen gekriegt und das ist jetzt dann das nächste, das ich mal so ein bisschen verwenden werde. Spyderco Triangle Sharp Maker. Nun, zu guter Letzt noch dieses Teil, das ich besitze und das wirklich gar nicht so schlecht ist. Das kann man in einem bekannten skandinavischen Einrichtungshaus kaufen. Ist sehr günstig. Hat hier einen massiven Griff. Man stellt das so hin. Füllt hier unten etwas Wasser ein zur Kühlung. Das habe ich jetzt hier nicht. Da kann man ein bisschen Wasser einfüllen. Es hat dann drei Steine. 1, 2, 3. Von grob, mittel bis zu fein. Und dann kann man hier einfach das Messer durchziehen. Ja, ich habe hier typisches Bushcraft-Messer, wie man sieht. Nein, es ist ein Haushaltsmesser, das ich oft in der Küche verwende. Und das ist zwar noch einigermaßen scharf, aber ich möchte es doch jetzt mal hier mit diesem Messerschleifer probieren, noch etwas weiter zu schärfen. Den habe ich ja vorhin auch vorgestellt und ich möchte von den vielen Schärfgeräten im Moment einmal den hier benutzen und das mal zeigen. Zuerst machen wir mal einen kleinen Schneidtest mit dem Messer. Ja, also man sieht, es ist noch einigermaßen scharf, aber es hat doch beim Papier teilweise Mühe, dass es schneidet. Wie sieht das bei der Tomate aus? Wenn man hier, ja, man sieht, es ist nicht mehr wahnsinnig hier. Mit etwas Druck, man muss schon leichten Druck ausüben. Also ganz nur, ist natürlich auch ein leichtes Messer. Da schneidet die Tomate dann schon noch. Aber sonst ist hier die Schärfe etwas weg. Wie sieht es hier mit dem Fingernagel aus? So, ja. Ja, einigermaßen hält es noch. Gut, wir wollen jetzt mal schauen, wenn wir das Messer hier schärfen. Hier haben wir also diesen Messerschärfer, den ich vorher schon gezeigt habe. So mache ich hier mal auf. Dann gießen wir mal hier etwas Wasser rein. Ohne dass wir hier hoffentlich alles unter Wasser setzen. So. Zack, dann machen wir wieder zu. Wir fangen jetzt hier mal bei der Stufe 1 kurz an. Man könnte natürlich jetzt, wenn es noch einigermaßen scharf ist, bei der mittleren oder bei der feinen Stufe beginnen. Ich fange jetzt hier trotzdem mal bei der Stufe 1 an und führe das Messer hier
mit relativ wenig Druck. Das ist eigentlich fast nur das Gewicht vom Messer so mal hin und her. Macht das vielleicht so etwa 20 Mal. Dann gehe ich auf die mittlere Stufe. So. Na gut, jetzt schauen wir mal, wie das aussieht hier. Ein Papier. Ja. Ja, okay. Ja. Das sieht doch nicht schlecht aus. Und bei der Tomate. Wie gesagt, das Messer ist sehr leicht, also es hat wirklich wenig Gewicht. Und jetzt schneidet es also, ich drücke jetzt wirklich kaum drauf, das schneidet jetzt wirklich vom Gewicht des Messers fast, schneidet das hier jetzt schön dünne Scheiben ab. Also ich gebe wirklich praktisch keinen Druck auf das Messer. Und das geht jetzt hier wunderbar durch die Tomate durch. Ja, das mein Schneid- und Schärftest für den Mario MS Brick Top 80 mit dem Messerschärfer aus dem Einrichtungshaus, aus dem skandinavischen. Also der tut seinen Job wirklich gut für den Preis, ist das absolut ein Top-Teil und man hat wirklich schnell seine Küchenmesser, aber auch andere Messer wieder scharf. Okay, das war's. Danke, danke auch dem Mario für seinen tollen Kanal. Macht's gut. Einen schönen noch. Ciao zusammen. Der Faunus.